Okay. Ja, einen schönen guten Abend. Ich heiße euch herzlich willkommen zum Vortrag Die Kirche im Staat lassen, kirchlicher Datenschutz in Theorie und Praxis. Ich möchte euch auf eine kleine Reise mitnehmen in ein, wie ich finde, schon fast Paralleluniversum. Das ist vielleicht jetzt etwas großartig gesprochen. In ein Paralleluniversum insofern, als wir es jetzt mit einer Rechtsprechung zu tun bekommen werden, die etwas abseits der uns Bekannten abläuft. Kommen wir gleich noch zu. Ganz kurz hier, wer mir schreiben will, das ist die offizielle Adresse von mir. Ich freue mich über jede Zuschrift, denn wenn eins von uns Datenschutzbeauftragten immer schmerzlich vermisst wird, ist es die Meldung aus der Fläche, dass dann irgendeiner ankommt und sagt, hier, ich brauche dich mal irgendwo. Wir werden gern gebraucht. Zu meiner Person, Joachim Selzer, wie schon gesagt, mein Name. Was ich vielleicht als allererstes anmerken möchte, ich bin Mathematiker, I'm not a lawyer. Das heißt also, wenn ihr wirklich was mit einer rechtlich beratenden Verbindlichkeit haben möchtet, dann fragt solche Leute wie Dominik Böcker. Das ist ein Jurist. Ich bin Mathematiker. Ich arbeite als Systemadministrator bei einem großen deutschen Arbeitgeber, der vor einigen Jahren vom Föbut nicht ganz zu Unrecht den Big Brother Award bekommen hat. Ich beschäftige mich seit Anfang der 80er Jahre mit Computern, bin also so ein typisches Generations-C64-Kind und seit Mitte der 80er Jahre bin ich dann eben auch ehrenamtlich tätig bei der evangelischen Kirche. Das heißt, ich bin in beiden Welten halbwegs zu Hause. Nicht perfekt, aber was soll's. Und seit 2008 habe ich mich dann halt dazu breitschlagen lassen, Datenschutzbeauftragter im Kirchenkreis Bonn zu werden. Das klingt jetzt so einfach. In Wirklichkeit ist es furchtbar kompliziert. Wenn man so normalen betrieblichen Datenschutzbeauftragten sich hernimmt, dann kommt das Unternehmen X auf den zu und sagt, du bist es jetzt. Das läuft in der Kirche, zumindest in der evangelischen Kirche, etwas anders. Und zwar haben wir es im Kirchenkreis Bonn mit, ich meine, 13 Kirchengemeinden zu tun, mit einem Gemeindekirchenverband und die müssen alle jeweils Ja sagen. Wenn einer von denen Nein sagt, bin ich nur der Datenschutzbeauftragte der Gemeinden 1 bis N plus irgendwas anderes. War also schon mal ein längerer Akt, bis ich überhaupt mich offiziell so nennen durfte. Warum komme ich überhaupt auf das Thema? Ich behaupte, Datenschutz und Kirche ist ein Nischenthema, ist ein Exotenthema. Merke ich immer dann, wenn ich jetzt als Datenschützer bei der Kirche irgendwas sage, dann merke ich so dieses freundliche Desinteresse. Und zwar sagen die sich, ist ja ganz schön, dass du das machst, aber eigentlich nicht unser Thema. Umgekehrt, wenn ich jetzt hier bei meinen ganzen Datenschützern vom AK Vorrat antanze und sage, ich mache was bei der Kirche, ach so ein Spinner. Okay. Ich bin aber der Meinung, dass das ein ziemlich wichtiges Thema ist. Und zwar, wenn man sich mal einfach die Zahlen anguckt. Die Kirche ist zwar im stetigen Schrumpfen begriffen, uns laufen wirklich massenweise die Leute weg, aber wir reden immer noch bei der evangelischen Kirche von 24,5 Millionen Mitgliedern, bei der katholischen Kirche sogar über 25 Millionen, also bei der römisch-katholischen, muss man genau genommen sagen. Wenn man sich jetzt mal anguckt, was unsere beiden großen Volksparteien zu bieten haben, dann sind das ja gerade mal so eine halbe Million, etwas mehr. Das heißt also, wenn man diese 50 Millionen eingetragenen Christen sich hernimmt und davon ausgeht, dass ungefähr 1% von denen sonntags in die Kirche läuft, dann haben wir es dann mit einer Bewegung zu tun, jeden Sonntag von ungefähr der Mitgliederzahl der SPD, die sich in Richtung Kirche bewegt. Das ist eine riesengroße Masse. Und wenn ich jetzt mal da überlege, was wir zum Beispiel bei unseren Großdemonstrationen schaffen, da schaffen wir ein paar zigtausend Leute. Wir haben es hier mit einer halben Million zu tun. Oder eben in der Masse 50 Millionen. Das heißt aber auch, obwohl die Kirche im Moment von der Bedeutung her nicht unbedingt mehr die zentrale Rolle spielt, das ist Mainstream. Da sitzen Leute in allen Altersgruppen, aus allen politischen Richtungen, da findet man von links bis rechts alles. Das heißt, wenn wir es schaffen, diese Institution davon zu überzeugen, dass Datenschutz ein Thema ist und diese Institution sich aktiv dafür einsetzt, dann ist dieses Thema im Mainstream gelandet. Und darauf will ich die ganze Zeit hinaus. Gleichzeitig habe ich dann eben seit einiger Zeit, seit ich eben diesen Datenschutz mache, festgestellt, die Kirche hat Defizite im Datenschutz. Wie andere Firmen auch. Aber ich bin nun mal kirchlicher Datenschutzbeauftragter.
Die Kirche ist ein moralischer Verein oder eine moralische Institution. Das heißt, wenn man sich jetzt mal so anguckt, was die Kirche gemacht hat, Fairhandel, Dritte Weltläden hießen die Dinger in den 70ern, dann hießen die später Eine Weltladen, inzwischen heißen sie, glaube ich, nur noch Weltläden. Wenn man sich anguckt, was auf dem Kirchentag im Ruhrgebiet zur Brands Bar gelaufen ist, da hat beim Abschlussgottesdienst der Pastor vor, ich glaube, 80.000 Leuten über Shell hergezogen. Friedensbewegung, das sind alles Themen, in denen die Kirche zumindest, wenn nicht unbedingt federführend, aber doch sehr aktiv war. Das sind also, andersrum, wenn die Kirche jetzt wirklich als eine moralische Institution ist und dieses Thema aktiv vertritt, dann da behaupte ich, hat sie tatsächlich auch Chancen, dieses Thema zumindest ins Bewusstsein der Leute zu bekommen. Als Einstieg nehme ich ein Interview, das jetzt nicht von meiner Bande, den evangelischen Christen, stammt, sondern von der katholischen Kirche. Zu den Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche hat sich Weihbischof Hans-Jochen Jaschke in einem Interview mit dem Deutschlandfunk geäußert. Die Kirche ist ein eigener Raum. Wir haben eine kirchliche Rechtsordnung und wenn Opfer und Täter sich bei uns melden, muss zusammen mit den Opfern und Tätern entschieden werden, wie die Staatsanwaltschaft ins Spiel kommt. Eigener Raum, das klingt schon fast nach rechtsfreier Raum. Und dann allein schon, das, also wenn ich mir jetzt so mein normales Gerechtigkeitsempfinden vorstelle, wenn da irgendwo ein Opfer ist, dann muss ich nicht mit dem Täter abmachen, ob ich da die Staatsanwaltschaft einschalte, sondern die wird da sein. Das heißt, so, wenn man sich das so ganz naiv durchliest, sagt man sich, was redet der Mann da? Eigener Raum, rechtsfreier Raum, da wird die von der Laien sofort 10 Stoppschilder aufstellen. Aber der Mann hat recht. Jetzt gucken wir mal ins Grundgesetz. Artikel 140, Grundgesetz, ziemlich weit hinten, sagt, die Bestimmungen der Artikel 136, 37, 38, 39 und 141 der deutschen Verfassung vom 11. August 1919 sind Bestandteil dieses Grundgesetzes. Und dann guckt man rein, da gibt es den Artikel 137 der Weimarer Reichsverfassung. Und da stehen dann so Sachen drin, es besteht keine Staatskirche. Und dann kommt der wichtige Punkt, jede Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbstständig innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes. Und das ist der Punkt. Das heißt, dass es tatsächlich so ist, dass beide großen Volkskirchen und, wie man dann später feststellt, auch andere Religionsgemeinschaften, die eine gewisse Größe und Beständigkeit belegen können, tatsächlich das Recht hat, innerhalb des deutschen Rechtes seine Rechtsangelegenheiten selbst zu regeln. Das heißt zum Beispiel jetzt auch im Fall der Kindesmissbrauchsfälle, dass tatsächlich zuerst einmal die Kirche, die katholische Kirche, versucht, diese Sache allein in den Griff zu bekommen und dann natürlich, weil es massiven Druck von außen gibt, dann irgendwann das auch nochmal an die Staatsanwaltschaft übergibt. Aber das heißt zum Beispiel auch, dass wir in puncto Datenschutz tatsächlich eine eigene Rechtsprechung haben. Das ist mir irgendwann mal aufgefallen, da wollte ich von dem Landesdatenschutzbeauftragten was wissen zum, ja, habe ich hier mal eine Frage zum Thema Datenschutz, da war ich noch kein Datenschutzbeauftragter in der Kirche. Und dann hat er gesagt, ja, interessiert mich doch nicht. Wende dich doch an den kirchlichen Datenschutzbeauftragten. Da habe ich erstmal ganz blöd geguckt, wieso der denn? Ja, tatsächlich, weil der dafür zuständig ist. Der Landesdatenschutzbeauftragte ist es nicht. Nun kann man sich die Frage stellen, was hat die Kirche überhaupt mit Datenschutz zu tun? Und meine lästerliche Antwort lautet, nichts. Ist nicht ganz wahr. Aber wenn man sich als allererstes mal anguckt, was die Kirche so, oder was die Bibel, an die halten wir uns ja, zum Thema Datenschutz zu sagen hat, ist da tatsächlich nichts drin. Da steht vor allen Dingen erstmal drin, Matthäus, der berühmte Sendungsbefehl, den jeder mal gehört hat, wenn er einer Taufe in der Kirche beigewohnt hat. Darum geht hin und lehret alle Völker, taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Das ist ein Sendungsbefehl. Das heißt, wir sind eine missionarische Religion. Wir bauen große Häuser in die Städte. Wir hängen Glocken rein und die lassen wir laut bimmeln und wir packen laute Orgeln da rein und dann bauen wir Prozessionen am Karfreitag, an frohen Leichnam. Das heißt, wir treten offensiv auf und sagen, wir sind Christen. Wir stehen zu unserem Glauben und möchten den, dadurch, dass wir ihn leben, euch nahebringen. Das heißt aber auch, dass wir zum Beispiel unsere Mitgliedschaft zu dieser Kirche grundsätzlich erstmal offensiv nach außen hin vertreten. Dann gibt es was anderes, das kennen vielleicht auch viele noch von Konfirmationen, Taufen, schöner Spruch aus Samuel, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Das ist eine ganz zentrale Stelle, hat mit Datenschutz erstmal nicht allzu viel zu tun, aber das heißt, dass wir Menschen uns gegenseitig
vor allen Dingen an dem beurteilen, ich sage mal jetzt mal ganz platt, an Äußerlichkeiten, wie wir mit der Welt interagieren, wie es tief in uns aussieht. Das wissen wir erstmal nicht. Und das, was in Samuel halt drin steht, ist die Aussage, der Einzige, der wirklich weiß, wie es in uns drin aussieht, das ist Gott selbst. Der Rest lässt sich nur irgendwie messen, im weitesten Sinne. Dann gibt es eine andere Stelle, die spielt dann auch nochmal eine ganz nette Rolle. Auch wieder ein ziemlich bekanntes Bibelwort, weil das auch mal ein Kirchentagsmotto war. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und das Menschenkind, dass du sich seiner annimmst? Mit anderen Worten, der Mensch winzig, klein und unbedeutend. Du hast ihn wenig niedriger gemacht, denn Gott, aha, auf einmal wieder ganz groß und mit Ehre und Schmuck hast du ihn gekrönt. Das ist diese Dualität, die sich da ausdrückt, in der unter anderem eben auch gesagt wird, der Mensch ist ein gottesähnliches, gottesnahes Wesen. Müssen wir so ein bisschen im Hinterkopf behalten, weil das dann geschichtlich wieder eine Rolle spielt. Und jetzt kommen wir zu den Sachen, die in der Neuzeit dazu gesagt wurden. Da gibt es einmal die Hinweise zum Datenschutz der evangelischen Kirche von Dr. Gerhard Aibach. Datenschutz ist Persönlichkeitsschutz. Es geht um das Recht und die Freiheit des Einzelnen, mit darüber zu entscheiden, wer wann was über seine persönlichen Daten erfahren darf und soll. Da kommt Religion nicht drin vor. Und die einzige Stelle, in der wirklich offiziell mal was zum Thema Datenschutz und Religion gesagt wird, ist die Gesetzeseinführung des Datenschutzrechts. Auf diese Freiheit zur Selbstentscheidung, was andere über uns wissen, sind wir alle in der Kirche wie in der Gesellschaft und im politischen Raum angewiesen. Christen können sich ohne diese Entscheidungsfreiheit weder in der Kirche noch in der Welt engagieren. Da kommt tatsächlich erstmals dieses Interagieren von Religion, Christen und Gesellschaft rein. Aber worauf ich die ganze Zeit hinaus will, wir haben eine äußerst dünne theologische Grundlage, auf der wir sagen, Datenschutz ist eine wichtige Sache, sondern wir müssen da schon ein bisschen konstruieren. Ganz kurzer historischer Ausflug. Wie schon gesagt, ich bin Mathematiker, kein Philosoph. Der Weg zum Personenbegriff. Die Person, der Persönlichkeitsschutz, der eben auch angesprochen wurde, kommt eigentlich oder in seiner ursprünglichen Form einmal in diesem Bild, das wir im Psalm 8 hatten, dass es eine Würde gibt, die der Mensch offenbar hat, weil er ja ein gottesähnliches Wesen ist. Und dann erstmals in der griechischen Antike vor, in dem nämlich die Persona die Stimme war, die beim Theater, in diesem Amphitheater durch die Maske des Schauspielers klang. Dann später im Gerichtswesen gab es dann die Rolle des Anklägers, des Verteidigers, des Richters. Das heißt also, man hat da noch keinen Begriff einer Person, die wirklich mit einem Menschen, mit einem Individuum verknüpft ist, sondern man denkt dann noch in diesem Rollenverständnis. Das Ganze ändert sich dann im Laufe der Zeit. Da geht es um die Person als unkommunizierbare Existenz eines vernunftbegabten Wesens. Dann kommt Alexander von Hales auf die Idee, eine dauerhaft unverlierbare Würde. Thomas von Aquin, Herrschaft über die eigenen Handlungen hat das Individuum, hat die Person. Descartes, das kennen wir dann wieder, Selbstbewusstsein des Wesens. Thomas Hobbes, einem Wesen, dem Wort und Handlung zugeschrieben werden. Also wir kommen schon langsam dem Begriff nahe, wie wir ihn auch jetzt denken. John Locke, Thinking Intelligent Being, Reason and Reflection can consider himself as himself. Das heißt, wir haben mal so knusprige 1700 Jahre gebraucht von Geburt Christi an, um dann tatsächlich diesen Personenbegriff zu entwickeln. Das heißt aber auch, zu dem Zeitpunkt, als die Bibel geschrieben wurde, kannte man diesen Begriff noch nicht. Der hat sich erst in sozusagen nachbiblischer Zeit entwickelt. Welche Konsequenzen hat das? Psalm 8, dem Menschen kommt eine Würde zu, die sich nicht in Zahlen fassen lässt. Und Samuel natürlich. Weil eben, wie in Samuel auch angedeutet wird, nur Gott wirklich das Wesen des Menschen erfassen kann. Und da kommt jetzt tatsächlich so eine Sache, wo wir dann auch wieder einen gewissen Gegenwartsbezug haben. Wenn ich jetzt an die aktuellen Antiterrorgesetze denke, wo tatsächlich staatlicherseits dem Menschen massiv misstraut wird, wir müssen dich messen, wir müssen dich auf Schritt und Tritt beobachten, wir müssen gucken, was du im öffentlichen Raum machst, wir müssen gucken, was du machst, aber wir würden es gerne. Dass diese Haltung des Misstrauens, dass man erstmal beweisen muss, kein Terrorist zu sein, widerspricht der christlichen Auffassung, dass Gott den Menschen bedingungslos liebt. Der Mensch muss Gott nichts beweisen, sondern der existiert und damit erstmal gut.
da wäre dann auch dann so ein Anknüpfungspunkt, wo man dann tatsächlich auch sagen könnte und wo dann im Prinzip auch diese Vorworte zum Datenschutzgesetz anknüpfen, mit, ja, wo die dann tatsächlich auch eben wieder diesen Begriff der Menschenwürde und der Freiheit des Handelns im Unbeobachteten bringen. Gut, wie sieht das Ganze jetzt aus? Wir haben ein Grundgesetz, klar. Vom Grundgesetz, das kennen wir dann auch wiederum so aus unserem normalen Kram, gibt es ein Bundesdatenschutzgesetz, es gibt Landesdatenschutzgesetze, es gibt Verordnungen, es gibt Betriebsvereinbarungen, es gibt Verpflichtungserklärungen. Das ist das, was wir alles staatlicherseits haben. Parallel dazu, nach Artikel 137 der Weimarer Reichsverfassung, gibt es, ich beziehe mich jetzt vor allen Dingen auf die evangelische Kirche, bei der katholischen Kirche sieht das ganz ähnlich aus, ein Datenschutzgesetz der evangelischen Kirche Deutschlands. Dann gibt es, das habe ich jetzt hier ein bisschen schwammig geschrieben, eine Datenschutzdurchführungsverordnung. Tatsächlich können sich die verschiedenen Landeskirchen eigene Datenschutzdurchführungsverordnung geben. Heißt, wir haben da so ein ganz abstraktes Gesetz und das hat man ganz gern ein bisschen konkretisiert. Und dazu ist auch dann eine ganze Menge geschrieben worden. Und dann aber auch so, wie man das kennt, das heißt also, die kirchlichen Betriebe haben Betriebsvereinbarungen, es gibt Verpflichtungserklärungen. Wenn wir nachher noch ein bisschen Zeit haben, dann zeige ich mal so ein Ding. Aber eben hier auch wieder dieser Zwiespalt. Der Staat sieht seine Aufgabe darin, Freiheit und Sicherheit des Menschen zu sichern. Und die Kirche hat einfach eine andere Zielsetzung. Die sieht Verkündigung, Diakonie und Seelsorge als ihr Ziel an. Dann habe ich hier oben sowas, das nennt sich die Synode synchronisiert. Was heißt das? Das heißt, wir gucken natürlich schon, was das Bundesdatenschutzgesetz beinhaltet. Aber wir schreiben das nicht Wort für Wort ab, weil wir halt eigene Interessen haben. Das heißt aber auch, dass sobald ins Bundesdatenschutzgesetz irgendwas Neues reinkommt, sich so alle paar Jahre eine Synode zusammensetzt und guckt, na, was übernehmen wir davon und wie übernehmen wir es? Konkreter Fall im Moment zum Beispiel ist die sogenannte Jedermannsliste. Die findet man zum Beispiel auch ganz gern mal auf Webseiten von Apotheken und anderen datenverarbeitenden Websites. Da wird dann tatsächlich aufgeführt, welche Arten der Datenverarbeitung dort stattfinden. Das ist dann, ich meine, Paragraph 4G des Bundesdatenschutzgesetzes. Sowas haben wir im kirchlichen Recht noch nicht drin. Das ist einfach noch nicht synchronisiert worden. Da gibt es zum Beispiel gerade so eine Lücke. Ich gehe davon aus, dass die bald gefüllt wird, aber da hängen wir zum Beispiel noch ein bisschen hinterher. Welche personenbezogenen Daten fallen überhaupt an? Na ja gut, ganz klar Seelsorge. Da sitzt ein Pastor und zu dem kommt ein Mensch, der hat ein Problem. Der Pastor macht sich Notizen, wie auch immer. Die macht er sich vielleicht auf seinem Computer, weil er den lieber mit durch die Gegend trägt. Er macht sie in Aktenform. Da fällt was an. Diakonische Einrichtungen, Krankenhäuser, Altenheime, ganz klar, dass da was anfällt. Kindergärten, das wird auch spannend. Die Kindergärten werden ja auch staatlich gefördert. Das heißt, die sind auch vom Gesetz her gehalten, in abstrakter, anonymisierter Form, aber immerhin zu sagen, wie die Lernfortschritte in ihren Einrichtungen sind. Dann gibt es konfessionelle Schulen, es gibt Religionslehrer, die machen sich logischerweise auch Unterrichtsnotizen. Dann ganz heißes Eisen, Ausländerberatungsstellen. Warum ganz heißes Eisen? Weil diese Ausländerberatungsstellen nicht im luftleeren Raum existieren, sondern die kriegen Daten. Die Daten kriegen sie von der Stadt. Und zwar schickt die Stadt Leute hin, die irgendeine Form von Beratung brauchen und schickt parallel per E-Mail eine Akte mit. Und in dieser Akte stehen dann natürlich Sachen drin wie Name, Geburt, Amt, so das, was man sich noch denkt, aber eben auch finanzielle Situation, Hartz-IV-Bezieher möglicherweise, Vorstrafen. Und ab da beginnt die Sache schon etwas interessanter zu werden. Da sorgt man sich natürlich schon darum, dass solche Daten sicher transportiert werden. Und ich muss sagen, dass zumindest in meinem Verantwortungsbereich da noch Lücken klaffen. Amtshandlung, das kennen wir noch. Wer kirchlich aktiv ist, weiß, dass jeden Sonntag von der Kanzel verkündet wird, wer getauft, wer verstorben ist, wer geheiratet hat. Das Ganze findet dann auch in Gemeindebriefen seinen Niederschlag. Man kann sich sowas teilweise im Internet angucken. Es gibt Konfirmationsfotos, solche Sachen. Kirchenaustritte, auch eine ganz hübsche Sache, zumindest bei der evangelischen Kirche ist es so, dass das Presbyterium, also das Kirchenparlament in den einzelnen Kirchengemeinden, mit jeder Sitzung eine Liste vorgelegt bekommt von Leuten, die aus der Kirche ausgetreten sind. Und da kann man sich fragen, warum eigentlich? Was ist jetzt für den einzelnen Presbyter von Bedeutung, dass der jetzt weiß, Hans Schulze ist da ausgetreten? Braucht er nicht unbedingt zu wissen. Habe ich auch schon Presbyter mitbekommen, die gesagt haben, ja, eigentlich ist es Quatsch, was wir da machen. Dann, und da beginnt die Sache auch ganz interessant zu werden, Kontaktlisten von Gruppen, die kirchliche Räume nutzen. Es gibt, weil die Kirche ja auch irgendwo sich finanzieren muss, Vermietungen. Da kommen Chöre, die mit der Kirche als Institution nicht unbedingt viel zu tun haben, aber die nutzen die Räume. Und von denen gibt es Adresslisten. Das hört sich jetzt so harmlos an. Ich komme gleich nochmal dazu, warum das gar nicht mal so harmlos ist.
Krabbelgruppen, Altenkreise, das sind alles Listen von Leuten, die ganz normalerweise schon einen gewissen kirchlichen Bezug haben, aber gerade so Bands, Chöre, die wollen Musik machen, die brauchen einfach einen Raum mit einer guten Akustik und trotzdem finden die in irgendeiner Form innerhalb von der Kirche statt. Ich komme gleich nochmal dazu, warum das spannend werden kann. Spenden, auch eine sehr interessante Sache. Wann hat wer wofür was gespendet oder wie viel gespendet? Das hört sich erstmal so harmlos an. Es ist doch gut zu wissen, wenn Frau Schulze Geld gespendet hat. Aber wenn man weiß, dass die Frau Schulze 80 Jahre alt geworden ist, vielleicht auch nicht mehr so ganz klar im Kopf ist und die hat 1.000 Euro mal so nebenher für die neue Kirchenorgel spendieren können, dann hat die möglicherweise noch ein bisschen mehr Geld. Aus der Gegend von Essen sind mir unter anderem Fälle bekannt, wo solche Nachrichten, also Amtshandlungen plus Geburtstage und sowas, tatsächlich für kriminelle Handlungen missbraucht wurden. Das heißt, es ist jetzt nicht ein reines Hirngespinst und ich bin Paranoiker. Ich meine, ich bin paranoid, aber an der Stelle fand das tatsächlich im realen Leben statt. Und dann natürlich noch ganz banal, was man sich auch denkt, Mitgliederdaten, klar. So, wie ich schon sagte, der kirchliche Datenschutz sieht ähnlich aus wie das Bundesdatenschutzgesetz, hat aber, habe ich auch gesagt, seine Besonderheiten, zum Beispiel Spendensammlung. Und da kommt die ganze Sache wieder ins Spiel. Es gibt einmal eine Datenschutzdurchführungsbestimmung für Fundraising, kurz DSDBFR genannt. Die regelt genau, wie sowas vor sich gehen soll. Die braucht natürlich auch wiederum eine gewisse rechtliche Basis. Und die steht in der Datenschutzdurchführungsverordnung, DSVO, in Paragraph 42, toll. Und jetzt lassen wir uns das mal auf der Zunge zergehen. Kirchliche Stellen dürfen personenbezogene Daten von Gemeindegliedern und deren Angehörigen, von denen in der kirchlichen oder diakonischen Arbeit ehrenamtlich oder neben- oder hauptamtlich Tätigen und von an der kirchlichen und diakonischen Arbeit interessierten Personen für das Fundraising erwerben, verarbeiten, nutzen, soweit dies für die Durchführung und so weiter erforderlich ist. Das ist eine ziemliche Gummiklausel. An der kirchlichen und diakonischen Arbeit interessiert ist so ziemlich jeder, der jemals die Schwelle einer Kirche überschritten hat. Und bei allem Verständnis, was da passiert, die Kirche ist natürlich interessiert an solchen Daten. Der Kirche steht im Moment finanziell das Wasser bis zum Hals. Da rennen die Leute weg und die muss irgendwie gucken, wie sie begeisterte Menschen findet, die eben auch bereit sind, die immensen Kosten, die eine Kirche allein schon durch Unterhaltung ihrer Gebäude hat, in irgendeiner Form abzufedern. Das heißt, im Moment sind die ganz verzweifelt auf der Suche nach Daten und die werten unter anderem eben auch Listen aus, von denen man sich so überlegen kann, ist das richtig, was sie da machen? Zum Beispiel gibt es eben in vielen Kirchengemeinden diese Listen von Chören, um da noch auf das Beispiel zurückzukommen. Die sind irgendwann mal erfasst worden, damit man untereinander sagen kann, okay, wir haben die nächste Chorprobe dann und dann, die nächste Chorfreizeit ist da und da. Das war ursprünglich eine reine Adressliste und jetzt überlegt man, ob man diese Adresslisten nicht einfach nehmen und anderweitig verwerten kann. Da müssen wir allerdings aufpassen. Da gibt es nämlich jetzt das Datenschutzgesetz der Evangelischen Kirche, Paragraph 5. Das Speichern, Verändern oder Nutzen personenbezogener Daten ist zulässig, wenn es zur Erfüllung der in der Zuständigkeit verantwortlichen kirchlichen Stelle liegenden Aufgabe erforderlich ist und es für die Zwecke erfolgt, für die Daten erhoben worden sind. Das heißt, wenn ich eine ursprüngliche Adressliste genommen habe, nur um meine Leute über die nächste Chorfreizeit zu informieren, und ich dann anfange, jo, jetzt will ich aber auch spenden von euch, dann kommt das blöd an. Da muss man einfach aufpassen. Im Zweifelsfall ist es nicht so schlimm, aber man muss damit rechnen, dass einzelne Leute das nicht komisch finden. Dann gibt es noch eine Ausnahmeregel, das Speichern, Verändern oder Nutzen für andere Zwecke ist nur zulässig, wenn, und jetzt gibt es hier diese Ausnahmeregelung, Grund zu der Annahme besteht, dass andernfalls die Wahrnehmung des Auftrages der Kirche gefährdet wurde. Und das ist auch wieder so eine Gummilösung. Dann kann ich immer noch sagen, ja gut, ich muss diese Liste allein schon aus dem Grund verwenden, weil mir ansonsten das Geld ausgeht und damit ist es mir nicht mehr möglich, den Auftrag der Kirche zu erfüllen. Nächste Besonderheit. Veröffentlichung von Amtshandlungsdaten ist eines meiner Lieblingsthemen. Da geht es in der Datenschutzdurchführungsverordnung in § 11 um die Veröffentlichung von Alters-, Ehejubiläen, Gemeindemitgliedern, von Gemeindegliedern sowie kirchlichen Amtshandlungen, Gemeindebriefen und anderen örtlichen kirchlichen Publikationen sowie im Internet mit Namen und Anschriften sowie Tag und Ort des Ereignisses. Heißt, das, was ich vorhin schon angedeutet habe, Geburtstage, Konfirmation, Kommunion, Firmung, Taufen, Beerdigung, Hochzeiten, wahrscheinlich habe ich jetzt gerade irgendwas doppelt. Die packe ich in meinen erstmal verkünde ich die am Sonntag von der Kanzel. Völlig okay. Relativ kleiner Raum, weiß man. Das ist sozusagen einigermaßen abgeschottet. Da geht es eine Stufe weiter. Ich packe das in einen Gemeindebrief. Damit gebe ich das potenziell an alle Gemeindemitglieder raus. Ist auch noch zulässig.
dann packe ich das in den Schaukasten, da rennt die halbe Stadt dran vorbei. Muss ich schon ein bisschen mehr aufpassen. Und dann, und da beginnt die Sache wirklich spannend zu werden, packe ich es ins Internet. Und damit habe ich 1,3 Milliarden Internetnutzer, die diese Daten abrufen können. Und dann beginnt die Sache heiß zu werden. Wird alles hier abgehandelt, ist ja nicht so. Dann auch noch sehr spannend, die Kirche hat in sich den Datenschutz einigermaßen sauber geregelt. Aber die Kirche lebt ja nicht in so einer Luftblase, sondern die hat Kommunikation nach außen. Die hat mit der Stadt, wie ich vorhin schon sagte, Datenaustausch. Und dann ist es eben auch so, dass die Daten im Auftrag weiterverarbeiten lässt. Zum Beispiel bei Fundraising. Die haben keine eigenen Rechenzentren oder keine eigenen Druckereien, die dann eben mal schnell die ganzen möglichen Spenderdaten bekommen und dann ausdrucken können, sondern sie geben das an auf externen Dienstleister. Und da muss man auch aufpassen, was man macht. Das Problem ist einfach, dass da diese beiden Rechte tatsächlich auch so ein bisschen aneinander reiben. Da steht nämlich dann in Absatz 4 drin, sofern die kirchlichen Datenschutzbestimmungen auf die beauftragte Stelle oder Person keine Anwendung finden, ist die beauftragende Stelle verpflichtet, sicherzustellen, dass die beauftragte Stelle diese Bestimmungen beachtet und sich der Kontrolle kirchlicher Datenschutzbeauftragter unterwirft. Und jetzt sehen wir das zum Beispiel so, was ja auch häufiger mal stattfindet, dass etwas sensiblere Daten per E-Mail verschickt werden. Und da gibt es natürlich unsere kircheninternen Verteiler, aber dann gibt es eben auch Pastoren, die meinen, jo, ich habe auch ein GMX-Konto, das stand noch aus der Zeit, bevor ich mich da an den Verteiler der Kirche habe anschließen lassen, da kriege ich auch Daten rein. Und das ist, so meinen zumindest viele Datenschutzbeauftragte, Datenschutzverarbeitung im Auftrag von Dritter, Datenverarbeitung, jetzt habe ich es, durch nichtkirchliche Dritte. Und was wir hier in Absatz 4 verlangen, ist, dass ich als kirchlicher Datenschützer zu diesem externen Dienstleister gehen kann und sagen kann, ich mache mal ein Audit, ich möchte wissen, ob du den Datenschutz einhältst. Ich möchte, dass du dich meinen Bestimmungen unterwirfst und da wird GMX mir was husten. Nur, dass wir uns über die Sache mal so ein bisschen im Klaren sind. Dann, was auch noch ein ganz schönes Thema ist, wir kennen normale Firmen, wie die Daten verarbeiten, aber, weiß ich, Siemens hat keine ehrenamtlichen Mitarbeiter. Die Kirche hat ganz viele davon. Da ist die Kirche auch ganz froh drüber, weil wir nichts kosten. Scheinbar. Tatsächlich kosten wir eine ganze Menge, aber wir tauchen nicht in den Büchern auf. Ehrenamtliche arbeiten trotzdem mit sensiblen Daten. Die Gemeindebriefredaktionen, die zum Beispiel Amtshandlungsdaten verarbeiten. Was auch immer wieder vorkommt, ist so eine engagierte Ehrenamtliche, die sagt, ich möchte eine silberne Konfirmation organisieren. Ich schreibe die Leute an. Ich fange jetzt an, wild zu recherchieren, wo die Elfriede Schulze heute wohnt, nach 25 Jahren. Und da muss die an Mitgliederdaten ran. Und wie bekommt sie die? Per Mail. Schlechte Idee. Ich verschicke das Zeug unverschlüsselt und ich weiß nicht, was damit passiert. Die Mail kann dazwischen durch jeder abfangen. Bestimmte Gemeinden gehen inzwischen dazu über, dass sie das Ganze ausdrucken, in ein Kuvert packen und dann wirklich per Post verschicken. Ist zwar legal, ist auch richtig, genügt eher den Bestimmungen, aber ist irgendwie Web 0.1. Ne? Das ist eben das Problem. Wir kosten zwar nichts, und das heißt aber auch in der Konsequenz, dass die Ehrenamtlichen kaum die Mittel bekommen, um ihre Aufgaben sauber zu erfüllen. Zum Beispiel Ehrenamtliche, die ein Konto bei der Evangelischen Kirche in Bonn haben wollen, die kosten pro Jahr, Lizenzkosten, ich glaube so um die 80 Euro rum, weil wir an Lotus Notes angeschlossen werden. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, wie viele 100 Ehrenamtliche in der Kirche rumrennen und wie viele von denen mit einigermaßen interessanten Daten in Berührung kommen, dann kommt da ganz schön viel Geld zusammen. Und dieses Geld haben wir nicht. Auch so ein Reibungspunkt. Wir arbeiten inzwischen dran. Also die Techies werden jetzt sagen, warum schießt ihr euch nicht an ein Open-Source-Mail-System an? Machen wir. Was mir auffällt, die Kirche macht ihre Hausaufgaben, ganz klar. Es gibt zum Beispiel eine gemeinsame Entschließung zu der Frage, wie Kindergartenfotos im Internet veröffentlicht werden. Da steht genau das Richtige drin, dass man aufpassen muss, man muss sich eine schriftliche Genehmigung reinholen. Die muss einen bestimmten Mindestanforderungen genügen. Das heißt, da kann man nicht lästern, das läuft vernünftig. Es gibt eine Entschließung, dass unverschlüsselte Mails nicht für vertrauliche Mitteilungen benutzt werden dürfen. Genau das Gleiche. Da haben Leute einfach festgestellt, Achtung, das ist Mist, was da gerade läuft. Da müssen wir irgendwas dran ändern. Auftrag, seht bitte zu, wie ihr das Ganze ein bisschen sicherer abgewickelt bekommt. Jetzt kommt eine andere Sache. Das, was ich vorhin mal meinte mit der Verpflichtung auf das Datengeheimnis. Und da beginnt jetzt bei mir das große Gelästere, weil man sich dann mal so ein bisschen das angucken sollte, was da drin steht. Das ist jetzt entnommen aus der Datenschutzdurchführungsverordnung.
Da steht, jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter trägt für die vorschriftsgemäße Ausübung der jeweiligen Tätigkeit die volle datenschutzrechtliche Verantwortung. So, und dann geht es weiter. Eigenmächtige Änderungen an der Hardware-Konfiguration, Karten einbauen, Drucker anschließen, irgendwas anderes anschließen, private Hardware, private Datenträger. Darf ich nicht anschließen? Und wenn ich schon Daten mit einem Datenträger übernehme, muss ich, und jetzt kommt es, durch geeignete Maßnahmen sicherstellen, dass auf dem Datenträger keine Viren drauf sind. Und des Weiteren habe ich mich dann über die zukünftige Rechts- und Verwaltungsvorschriften, Dienst- und Organisationsanweisungen und so weiter zu informieren. Und wenn ich das jetzt als normaler, naiver Arbeiter lese, dann lese ich in dem ersten Absatz, ich habe die volle Verantwortung dafür zu tragen, was ich zu tun habe. Und das wäre mir ein bisschen viel. Und ich muss dafür sorgen, dass auf dem Stick, den ich da habe, keine Viren drauf sind. Ich muss also selbst meinen Virenscanner installieren. Ich muss da irgendwelche Malware-Scanner installieren. Und wenn ich mir die normale Gemeindesekretärin angucke, die hat eine Büroausbildung. Die kennt sich perfekt mit ihrer Textverarbeitung aus, aber das ist kein Systemadministrator. Das braucht ihr auch nicht zu sein. Da muss es Leute geben, die ihr dabei helfen. Aber mit diesem Text hier sagen wir, du, liebe Gemeindesekretärin, musst dein Virenscanner auf dem aktuellen Stand halten. Und wenn das nicht passiert, trägst du die volle Verantwortung. Bevor ich so ein Ding unterschreibe, würde ich dreimal nachdenken. Und dann eben auch wieder so dieser dritte Absatz, ich muss mich ständig auf dem Laufenden halten. Das klingt für mich wie ein Arbeitgeber, der zwar dem Gesetz nach das Richtige tut, aber die Verantwortung abwälzt und seine Leute nicht vernünftig unterstützt. Das mag jetzt sein, dass in der Rechtsprechung das wieder andere Ergebnisse haben mag, aber das ist zumindest der Eindruck, den sowas hält. Und ich habe ja Leute schon solche Sachen unterschreiben lassen. Und zum Glück kamen da ein paar Leute an und haben gesagt, sag mal, was verlangst du da von mir? Ich kann doch nicht meinen eigenen Virenscanner da installieren. Ich habe doch keine Ahnung von dem ganzen Kram. Das ist eine Nummer zu groß für mich. Und das kann ich verstehen. Das heißt, da muss man auch Möglichkeiten finden, wie man es besser hinkriegt. Meine Lieblingsdatenschutzvereinbarung ist noch die, wo es dann hieß, sie dürfen keine Programme aus dem Internet runterladen. Was natürlich jedes denkende Wesen meint, ach klar, der darf sich nicht irgendwelche geklaute Software runterziehen, keine Ahnung, keine Bildchen oder was auch immer. Aber in dem Moment, wo ich meinen Browser öffne und Google anwähle, hole ich mir die Startseite von Google und das ist eine Datei, die ich runterlade. Darf ich das auf einmal auch nicht mehr? Wenn ich als Gemeindebriefredakteur ein Foto vom letzten Kirchentag runterlade, dann lade ich mir auch Dateien aus dem Internet runter. Stehe ich jetzt mit einem Bein im Gefängnis oder vor der Kündigung? Da merkt man einfach, diese Vereinbarungen wurden geschrieben von Leuten, die kein Gefühl dafür haben, was eigentlich geschehen muss. Kurze Praxisbeispiele. Was immer mal wieder gerne vorgekommen ist in der Vergangenheit, eine Sparkasse schreibt die Gemeinde an, ach ja, ihr habt doch da so einen Haufen Konfirmanden, schickt uns doch mal deren Anschriften, wir wollen für die ein kleines Werbekonto einrichten mit 5 Euro Startguthaben. Und die Gemeindesekretärin, die dann den Ärger riskiert und sagt, das mache ich nicht, die hat recht, darf man auf gar keinen Fall tun. Der Auftrag der Kirche besteht nicht darin, Banken mit Konfirmandendaten zu beliefern, ganz klare Sache. Dann das, was ich schon sagte im Gemeindebrief, Geburts- und Hochzeitstage werden veröffentlicht, völlig in Ordnung, ist abgesichert. Es werden Amtshandlungen veröffentlicht, auch völlig in Ordnung. Dann gibt es so eine Opt-out-Regelung. Das sollte man vielleicht auch noch ein bisschen im Hinterkopf behalten. Es kann ja durch das Veröffentlichen einer Amtshandlung einem Menschen eine Gefahr entstehen. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass die Enkelin von Norbert Blüm konfirmiert wird, dann gehe ich davon aus, dass der Opa da vorbeimarschieren wird. Danke für den Tipp. Das heißt, wenn der Norbert Blüm jetzt sagt, hätte ich jetzt ganz gern, wenn er das nicht veröffentlicht, dann wird das natürlich auch nicht geschehen. In der Praxis ist es so, dass man schon mit wesentlich weniger Anliegen ankommen kann und einfach im Vorfeld sagen kann, Leute, ich möchte nicht, dass ihr das veröffentlicht, ich möchte nicht, dass mein Geburtstag im Gemeindebrief steht. Dann wird die Gemeinde den Teufel tun, zu sagen, ja, dann weiß uns doch mal nach, dass eine Gefahr für Leib und Leben für dich existiert. Tut sie zum Glück nicht, obwohl sie es eigentlich nicht bräuchte, aber da denkt man sich, ist man mal ein bisschen kulant. Man verhandelt sich sonst keine Freunde ein. Dann geht's, und da muss ich wiederum sagen, habe ich absolutes Verständnis für die Gemeinden. Die wollen ja für sich werben, die wollen zeigen, guck mal, was für ein tolles Gemeindeleben wir haben. Ihr könnt auch, wenn ihr wollt, unseren Gemeindebrief im Internet runterladen. Dürfen sie nicht. Es sei denn, sie haben vorher eine schriftliche Einwilligung der Betroffenen eingeholt. Achtung, vorher Gemeindebrief
Schaukasten und sowas, das waren Opt-out-Regelungen. Hier brauche ich wirklich eine aktive Opt-in-Regelung. Und wenn ihr mal Spaß habt, dann sucht mal nach Gemeindebrief und Konfirmation bei Google und guckt mal nach, wie viele Gemeindebriefe mit genau diesen Daten im Internet sind. Ich glaube, ihr werdet schnell fündig. Dann auch noch so eine andere Sache, Fundraising, das, was ich vorhin schon mal sagte, ist auch passiert. Da schreibt so ein Fundraising-Büro die Gemeinden an und sagt, ja, dann schickt euch doch mal unsere Spenderdaten per Mail, packt das mal so ein Excel-Sheet rein und schickt mir das. So in der Form keinesfalls zulässig, muss man auf jeden Fall noch weiter gucken, was man da macht. Paragraph 3 des Datenschutzgesetzes sagt ganz klar, was nicht ausdrücklich erlaubt ist, ist verboten. Schöne Firewall-Regel, drop any. Und da bin ich auch der Meinung, das ist genau die richtige Einstellung. Was ich eben schon sagte, Amtshandlungen und im Schaukasten veröffentlichen, ja, man darf bloß keine Anschriften dazu packen. Den Gemeindebrief mit Amtshandlungsdaten auf die Homepage stellen, was ich auch schon sagte, ich brauche die aktive Einwilligung. Darf man beim Erfassen von Spenderdaten den Zweck speichern? Jo, wenn die Betroffenen zustimmen. Dann haben wir einen Punkt, der noch so ein bisschen in Erklärung ist, Anlegen einer Personalakte. Da müssen wir nochmal genau gucken, was da überhaupt genau rein muss. Um das Ganze zusammenzufassen. Wir haben gesehen, es gibt zwei Datenschutzgesetze, ein staatliches und ein kirchliches. Eigentlich sogar drei, weil es ja von der römisch-katholischen Kirche und von der evangelischen Kirche jeweils eins gibt. Die stimmen in vielen Punkten überein. Wenn man da jetzt auch mal so reinguckt, dann stehen die zwar in einer anderen Reihenfolge, etwas anderer Wortlaut, aber im Prinzip sind die sich schon recht ähnlich. Bloß eben, dass das Bundesdatenschutzgesetz mit Gemeindebriefen normalerweise nicht so viel am Hut hat. Es werden sensible Daten innerhalb der Kirche verarbeitet. Zum Teil, wie ich auch finde, relativ brisante Daten. Und was wir brauchen, ist die Beachtung, ist, dass die Datenschützer, die bisher eben auch vor allen Dingen auf den staatlichen Datenschutz geachtet haben, auch zu gucken, was passiert in den Kirchen. Wir brauchen eine konstruktive, wir brauchen eine kritische Begleitung bei der ganzen Sache. Wenn wir kirchlichen Beauftragten vor uns alleine hin Daten schützen, ist das ganz nett. Aber wenn es draußen wirklich Leute gibt, die uns dabei helfen, ist uns eine Menge geholfen. Auf der anderen Seite ist die Kirche auch ein Bündnispartner. Wie schon gesagt, wenn die als Institution sich zum Datenschutz positiv äußert, ist das was anderes, als wenn, sag ich mal, die üblichen Verdächtigen das tun. Und das war es auch schon. Hinten gab es gerade eine Meldung. Warte. Ja, eine kleine Frage habe ich. Wie sieht es denn aus mit der Löschung von Daten? Also jetzt gerade, wenn so sensible Daten erhoben werden, ja, im Sinne der kirchlichen Tätigkeiten verarbeitet, werden die dann auch irgendwann wieder gelöscht, oder? Das Datenschutzgesetz sagt, sie sollten es. Wir haben erstmal die Grundsätze des Datenschutzgesetzes, also des Bundesdatenschutzgesetzes der Datensparsamkeit übernommen und auch diesen Grundsatz, dass Daten, nachdem sie nicht mehr gebraucht werden, so schnell wie möglich entsorgt werden müssen. Es gibt jetzt allerdings bei uns keine genaue Regelung, die sagt, weiß ich, wenn Daten 3 Wochen lang oder, weiß ich, 7 Jahre lang nicht mehr gebraucht werden, schmeißt sie weg. Aber wir haben zumindest den Grundsatz im Datenschutzgesetz drinstehen, möglichst wenig zu erfassen, nur das, was wir brauchen, und nach Gebrauch wegschmeißen. Kannst du mal das Mikro weiterreichen? Wie ernst wird der Datenschutz in der Kirche prinzipiell genommen? Also ist es so, dass ich in einer kleinen Gemeinde davon ausgehen muss, dass kein Datenschutzbeauftragter da ist? Ich fürchte mal ja. Also ich weiß, dass, jetzt muss ich ein bisschen angeben, dass in Bonn ganz gut läuft. Da gibt es mehrere Leute, einschließlich der Leute, die auch wirklich in Bonn die EDV betreiben, die da sehr engagiert dabei sind. Ich bin auch sehr froh, dass der Mensch, der bei uns die IT, also die Stabsstelle IT, wie das bei uns heißt, leitet, dass das ein sehr engagierter ist. Ich kenne andere Gemeinden, die keinen Datenschutzbeauftragten haben und auch nicht wirklich die, na, also sagen wir so, wir müssen welche stellen. Aber es passiert offenbar auch noch nichts Schlimmes, wenn wir es nicht tun. Das heißt, da einen freundlichen Druck auszuüben, kann auf keinen Fall falsch sein. Ich habe auch noch eine Frage. Also wenn sich dieser kirchliche Datenschutz ja innerhalb der Schranken des deutschen Gesetzes bewegen muss, dann ist das ja wie so eine Policy von einem Unternehmen. Kann man das
Also die halt auf jeden Fall restriktiver sein kann, aber mindestens genauso, genauso gut sein sollte eigentlich wie, oder gut sein muss wie, das Bundesdatenschutzgesetz. Und dann stellt sich mir die Frage, wenn die halt mindestens das Bundesdatenschutzgesetz einhalten müssen, dann könnten doch eigentlich auch die normalen Datenschützer kontrollieren, also müssten sie auch kontrollieren dürfen, ob zumindest dieses Level halt eingehalten wird. Also einmal, wenn ich mir zum Beispiel das angucke, wie wir mit diesen Gemeindebriefdaten umgehen, also wenn ich jetzt ein ganz wilder Datenschützer wäre, würde ich sagen, habe ich Bauchschmerzen. Das heißt also, wir sind nicht zwangsläufig restriktiver als das Bundesdatenschutzgesetz, weil wir halt auch noch diesen Missionsauftrag haben. Also das heißt, also das ist dann außerhalb dann des Gesetzes dann, oder? Ja, wir legen es zumindest sehr zu unseren Gunsten aus. Die Tatsache ist halt, ähnlich wie bei diesem Beispiel jetzt, also ich weiß, dass das Beispiel in dem Fall natürlich hinkt, weil Datenmissbrauch und Kindesmissbrauch zwei völlig unterschiedliche Sachen sind. Darauf bin ich mir schon im Klaren. Aber was an der Stelle klar wird, ist, dass sich die Kirchen nicht unbedingt jederzeit den staatlichen Institutionen zu unterwerfen haben. Das heißt also, der Bundesdatenschutz oder der Landesdatenschutzbeauftragte hat tatsächlich keine Möglichkeit, bei uns reinzukommen. Der muss, wenn irgendeiner sich an ihn wendet, muss der ihn an den Beauftragten der Landeskirche zum Beispiel verweisen. Und der könnte dann bei mir anmarschieren und sagen, sag mal, was passiert da gerade in Bonn? Also sie haben tatsächlich keine Handhabe. Ja, ich hätte auch noch eine Frage. Und zwar, wir haben jetzt ganz viel über die Verordnungen gehört. Was mich interessieren würde, gerade bei den Vorgaben für die Mitarbeiter, was passiert denn, wenn man dagegen verstößt? Was gibt es da für Strafen? Wie wird das dann, wo wird das Verfahren mit was für einer Rechtsordnung abgehalten? Und was würde zum Beispiel passieren, wenn ich mich dann sofort von der Kirche abmelde? Ist das dann wieder Bundesrecht oder also wie läuft das alles ab überhaupt? Wir hatten zum Glück den Fall noch nicht, deswegen muss ich jetzt raten. Also ich gehe davon aus, dass diese Betriebsvereinbarung, die da, also von der ich eben auch gerade was gezeigt habe, dass die ähnlich gehandhabt werden wie eine Betriebsvereinbarung in einem normalen Betrieb, wie meinetwegen bei Siemens. Das heißt also, wenn ich Mist baue, habe ich zum allerersten Mal arbeitsrechtliche Konsequenzen zu fürchten, die dann innerhalb der Institutionen abgewickelt werden. Ich weiß jetzt offen gesagt nicht, was passiert, wenn ich eine echte Straftat begehe. Bei der evangelischen Kirche vermute ich, dass die Staatsanwaltschaft sehr schnell direkt tätig werden kann. Ich meine, da mögen mich jetzt Kenner des katholischen Kirchenrechts korrigieren, dass die römisch-katholische Kirche unabhängiger in der Hinsicht ist. Also es gibt dieses schöne Prinzip, das ist auch die Frage, die sich da immer wieder so durchzieht, leiten wir uns direkt vom Staatsrecht ab? Warum übernehmen wir das nicht eins zu eins, was ja auch ganz sinnvoll wäre? Sondern warum basteln wir uns überhaupt irgendwas eigenes? Und was für eine Mühe ist das eigentlich, da so ein eigenes Gesetz zusammenzuschreiben? Das ist tatsächlich eine mehr oder weniger unbeantwortete Frage. Wir tun es einfach. Heißt aber eben auch, dass dann eben solche Fälle auftreten, bei denen man dann, ja, wie jetzt bei der katholischen Kirche, relativ spät erst die Staatsanwaltschaft einschaltet, wir da jetzt etwas näher dran sind. Aber es ist halt eine Sache, die uns vom Grundgesetz vorgegeben ist. Wir dürfen es und deswegen tun wir es. Beantwortet das ungefähr deine Frage? Offenbar nicht. So halb. Okay. Ja, ich habe eine konkrete Frage zu dem, was du am Schluss gesagt hast mit den Veröffentlichkeitsrechten von Homepages oder von Amtshandlungen. Ich bin Presbyter hier in Köln und bekomme also auch alle zwei Monate dieses EKIR-Info, also die Informationen für der evangelischen Kirche im Rheinland. Und da wurde ja in der letzten Ausgabe genau das Thema und intensiv behandelt, also Datenschutz in der Kirche, auch gerade mit Gemeindebriefen und Homepages. Und ich habe dann interessante Diskussionen geführt, aber irgendwo war dann eine Grenze, da habe ich gemerkt, es sind einfach Kirchenleute in der Verwaltung und keine Informatiker. Also ich bin da an Grenzen gestoßen. Ganz konkret geht es darum, wie du richtig gesagt hast, der Gemeindebrief ist ja auch als missionarisches Medium gedacht. Sprich, ich bin natürlich auch Webmaster bei uns in der Kirchengemeinde. Ich stelle den Gemeindebrief natürlich ins Internet und im Gemeindebrief stehen eben genau diese Amtshandlungen drin, zum Beispiel. Gestorben ist in unserer Gemeinde die letzten Monate Frau sowieso in der Sowieso-Straße im Alter von 83 Jahren. Ja, genau. So, jetzt habe ich aber Folgendes gesagt. Ich bin ja nicht von gestern und vor allem mache ich das auch beruflich. Was du eben gesagt hast, ich kann bei Google eben nicht suchen nach der Frau sowieso in der Sowieso-Straße.
weil ich eben mit der Robots.txt Google ausgesperrt habe. Das heißt, der Gemeindebrief steht im Internet. Er ist auch sinnvoll, weil ja heutzutage viele Leute umziehen, die haben vielleicht mal 5 Jahre in der Gemeinde gewohnt und ziehen dann woanders in Köln hin oder ganz woanders hin und freuen sich aber trotzdem, wenn die im Internet den Gemeindebrief abrufen können. Nur ich bin der Meinung, der Datenschutz, dem trage ich Rechnung, indem ich eben die ganzen Google und Yahoo und andere Robots aussperre, weil dadurch eben diese Daten faktisch nicht 1,3 Milliarden Menschen auf der Welt zur Verfügung stehen. Die finden das einfach nicht, wenn sie es suchen. Und das, muss ich sagen, ist ein Punkt, ich kontrolliere das auch, die Sachen werden nicht gefunden, die stehen faktisch nicht in Suchmaschinen drin. Und das ist aber ein Punkt, da ist im Grunde, das ist in der Diskussion. Ich denke mal, das ist auch ein relativ neues Thema, weil bis vor... ich sage auch heute noch, vielleicht wissen die meisten Leute einfach nicht, wie eine Suchmaschine funktioniert. Deswegen würde mich einfach deine Meinung interessieren zu dieser rechtlichen Frage. Man kann das sicher nicht nur schwarz und weiß sehen. Du hast es sehr deutlich dargestellt. Es ist im Grunde verboten, was wir machen. Mhm. Ich bin aber der Meinung, es ist doch legitim und auch rechtsgültig. Also als Techniker, klare Antwort meinerseits, nur weil ich Google aussperre, ist das immer noch eine Veröffentlichung. Also das ist auch immer noch weltweit abrufbar und wenn ich mich einigermaßen durch diese Homepage navigieren kann, habe ich es vielleicht, dann gehe ich auf die Navigationsleiste und da steht da, weiß ich, Gemeindeleben, dann steht da Gemeindebriefarchiv und dann kann ich das Ding aufrufen, dann habe ich es. Genau. So, das heißt, ich kann es aufrufen und bin durch nichts, außer dadurch, dass vielleicht das Ding durch Google versteckt ist, davon abgehalten, diesen Gemeindebrief zu finden. Das heißt, es ist weiterhin eine Veröffentlichung im Internet. Wenn man das unterbinden möchte, kann man sich verschiedene krude Sachen überlegen. Wir hatten schon überlegt, ZIP-Archiv mit Passwort, aber das ist ja völlig krank. Wir hatten jetzt einen konkreten Fall, da sollten Fotos von einer Konfirmation ins Netz gestellt werden. Und da haben wir gesagt, okay, wir sperren die Leute aus, indem wir ein Passwort vor die entsprechende Seite setzen. Und das Passwort ist doof, braucht man sich überhaupt nicht drüber zu streiten, aber es ist ein Passwort. Es ist also ein schlechter Schutz, aber es ist zumindest ein Schutz, der einen trivialen Angriff statthält, indem man erstmal irgendwann von irgendwem sich das Passwort verraten lassen muss oder es meinetwegen auch geschickt rät. Aber ein wackeliges Vorhängeschloss ist immer noch ein Schloss. Also würde ich das bei dir auch empfehlen. Also was ich normalerweise machen würde, was ich auch den Kirchengemeinden normalerweise rate, ist zu sagen, komm, nehmt euch die PDF-Ausgabe eures Gemeindebriefs und schmeißt den Kram einfach raus. Ihr steht mit 1,5 Beinen im Gefängnis, also natürlich nicht im Gefängnis, aber... Ihr kriegt Ärger. Und deswegen gönnt euch den Arbeitsschritt und schmeißt die 2 Seiten, wo diese Listen stehen, raus. Dann seid ihr da auf der sicheren Seite. Und wenn man das jetzt unbedingt anderen Leuten schicken möchte, dann kann man es ja meinetwegen per Mail probieren, aber das ist auch wieder blöd, weil es eine unverschlüsselte Mail ist. Also man kriegt es nicht wirklich gut hin. Sonst noch Fragen? Was kann ich denn als Einzelner innerhalb der Kirche für mehr Datenschutz tun? Du erwähntest vorhin die Regelung, dass zum Beispiel eben austretende Leute dem Presbyterium vorgelegt werden. Das missfällt mir. Was kann ich als Einzelner dagegen tun? An wen kann ich mich wenden? Gibt es da irgendwelche demokratischen Mitwirkungsweisen, die möglich sind? Naja, also du könntest dich an den Presbyter deines Vertrauens wenden, wenn du ausgetreten bist, ist das halt natürlich nicht mehr. Das bin ich nicht. Ich bin derzeit noch Mitglied. Was kann ich machen? Ich würde mich grundsätzlich an den für dich zuständigen Datenschutzbeauftragten wenden. Also wenn du in Bonn bist, wende dich an mich. Jederzeit. Ich bin zur Verschwiegenheit verpflichtet. Das wird jetzt übrigens gerade gestreamt. Ja. Aber das würde ich wirklich machen. Das sind wirklich die Leute, also in dem Moment, wo es um Datenschutz geht, sind die örtlichen Datenschutzbeauftragten wirklich die Leute, die du ansprechen willst. Und wenn dir die örtlichen Datenschutzbeauftragten zu popelig sind, dann wende dich an den Datenschutzbeauftragten der Evangelischen Landeskirche und der ist klasse. Also der braucht ein bisschen zum Reagieren, weil der furchtbar unter Wasser steht, aber das ist ein scharfer Hund. Also wenn der sagt, etwas geht nicht, dann sagt er das auch sehr deutlich. Das ist dem kann man vertrauen. Ich kann dir auch gleich die Mailadresse geben von dem, wenn du willst. Sonst noch Fragen? Oder kam noch eine Frage? Ja, Mensch. Meine Frage geht dahin, es steht ja im Grundgesetz, dass niemand verpflichtet ist, seinen Glauben zu offenbaren. Mhm.
Wie ist das damit eigentlich überhaupt vereinbar? Also ich meine, sozusagen so eine, nur eine Art Opt-out-Geschichte zu machen und zu sagen, wenn Amtshandlungen stattfinden, an denen ich beteiligt bin, dann muss ich vorher sagen, dass sie nicht veröffentlicht werden. Bin ich sozusagen mehr oder weniger verzichte ich auf dieses Grundrecht, sobald ich konfirmiert bin, weil ich dann irgendwie diesen Missionsauftrag schon mehr oder weniger mit unterschrieben habe auf die Art und Weise? Oder wie sieht das da aus? Oder wie kann man das begründen? Es ist tatsächlich ein Spannungsfeld. Also im Zweifelsfall greift halt diese eigene Rechtskörperschaft der Kirche. Und wenn die Kirche dann innerhalb des ihr zugestandenen Rechts beschließt, so mit den Daten umzugehen, dann hast du leider vor allen Dingen halt nur dann die Möglichkeit, also im Rahmen dieses Kirchengesetzes, was dagegen zu unternehmen. Ich meine, das berührt dann auch den Kirchenaustritt, was wir auch gesagt haben, dass dann die Presbyter darüber informiert werden, dass jemand ausgetreten ist. Also, ja, brauchen sie eigentlich nicht zu wissen. Ne? Also ja, was brauchen die das zu wissen? Ne? Also genau. Was ich auch hatte, ich hatte mal in einem Kopierraum, hatte ich Daten gesehen von, also in so einer Papierkartei, die stand offen im Kopierraum für jeden einsichtig rum. Mit, also das war jetzt nicht hier in Bonn, mit 30 Jahre alten Daten von ausgetretenen Leuten. Da war dann brav auch ein Strich durchgezogen, ausgetreten am so und so. Da habe ich gedacht, allein die Tatsache, dass ich das sehe, gibt mir zu denken. Ich war damals noch kein Datenschutzbeauftragter. Sieht nicht so aus. Ich bedanke mich für eure Geduld und für eure Fragen.